So, herzlich willkommen zum zweiten Teil der Videoreihe Grundlagen der Funktionalanalysis nach einer kleinen, ja, künstlerischen Pausenwoche, weil vorher bin ich nicht dazu gekommen, irgendwas in der Richtung zu machen. Heute geht es, wie der Titel schon namensgebend sagt, um topologische Grundbegriffe. Und das mag jetzt vielleicht auf den ersten Blick so ein bisschen verwirrend sein, weil wir beschäftigen uns ja jetzt hier namensgebend nicht mit Topologie, sondern mit Funktionalanalysis, aber gerade deshalb brauchen wir halt ein gewisses Begriffsfundament und auch so eine gewisse Vertrautheit mit diesen Begriffen, weil wir eben im Nachhinein sehr viel damit argumentieren und auch darüber ja, beweisen wollen. Wichtig, besonders, das werden wir auch in den späteren Videos immer mal wieder sehen, ist die Eigenschaft einer Menge, dass sie dicht in einer anderen liegt. Das werden wir gleich einmal sauber definieren. Ich habe mich bemüht bei der Zusammenstellung dieses Kapitels so ein bisschen darauf zu achten, dass es einerseits eine gewisse theoretische Dichte hat, in Anführungsstrichen, aber auch gleichzeitig so eine gewisse Anschauung wahrt. Deswegen switchen wir gleich immer so ein bisschen zwischen der allgemeinen Definition, der etwas konkreteren Definition in metrischen Räumen und so einer Anschauung hin und her. Versuchen dann allerdings damit auch so ein paar Sachen schon zu beweisen, die halt relativ elementar sein werden. Und dann gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Was ich aus Gründen der Lesbarkeit erstmal rausgelassen habe, ist der Begriff der Kompaktheit einer Menge. Wenn wir den später nochmal brauchen, dann werde ich den an der Stelle einführen. Mir ist jetzt allerdings noch nicht großartig aufgefallen, wo der prominent eine Rolle spielen wird, aber wenn er irgendwo mal eine Rolle spielen sollte, dann kommt das zu gegebener Zeit. Man sieht, ich habe das Aufnahmesetting ein bisschen verändert. Ich nehme jetzt nicht mehr mit OneNote auf im Moment, sondern mit einem kleinen Programm, das nennt sich Stylus Labs Write Review, irgendwie sowas. Das liegt einfach im Moment nur daran, dass bei mir auf dem PC OneNote ruckelt wie Sau und ich kann da nicht mit aufnehmen. Deswegen müssen wir uns im Moment hiermit begnügen. Ich finde das allerdings eine wesentlich angenehmere Lösung, weil dieses Programm ist schön schlank, klein und es tut, was es soll. Und ich kann es so konfigurieren, wie ich es möchte. Gut, und im Wesentlichen ist es ja für euch auch ziemlich egal, mit welcher Sache ich das aufnehme, solange dabei hinterher ein Video rauskommt, was einigermaßen nett ist. So, damit hätten wir das Vorgeplänkel hinter uns. Und wir können jetzt im Prinzip anfangen mit der ersten allgemeinen Definition für topologische Grundbegriffe. Und das ist logischerweise bei Kapitel 2 dann die Definition 2.1. So, und dafür nehmen wir uns jetzt irgendeine Menge und versuchen für diese Menge an sich erstmal Eigenschaften so allgemein wie möglich zu formulieren, sodass man das hinterher vielleicht ein bisschen adaptieren kann. Also im Folgenden heißt eine Menge abgeschlossen, wenn sie alle Häufungspunkte enthält. Ja, und zur Definition des Häufungspunkts in metrischen Räumen sage ich gleich noch was, aber im Allgemeinen ist so ein Häufungspunkt halt kanonisch definiert. Da passiert also nichts Großes. Also, um das festzuhalten, x heißt abgeschlossen. Jetzt hoffe ich mal, dass das hier oben alles funktioniert. Ne, das ist ein bisschen zu dunkel. Nehmen wir mal das hier. Das geht einigermaßen. So, also x heißt abgeschlossen, wenn x alle Häufungspunkte enthält. Ja, jetzt definiert man im Prinzip die Begriffe offen, wie man das auch bei einer Topologie machen würde, nämlich x heißt offen, wenn sein Komplement abgeschlossen ist. So führt man das dann im Prinzip aufeinander zurück. Das ist halt sehr, ja, sagen wir es mal so, ähnlich zu der Definition einer Topologie auf so einer Menge x. Da definiert man sich ja die offenen Mengen und nennt dann eine Teilmenge, beziehungsweise eine Menge abgeschlossen, wenn das Komplement ein Element dieser Topologie offener Mengen ist. Wir machen das hier so ein bisschen andersrum, wobei das im Prinzip relativ egal ist, weil die Definition im Prinzip äquivalent ineinander übergehen, aber das ist auch gar nicht so das Thema, was uns hier interessiert, weil sonst würde ich das Ganze hier Topologie nennen an der Stelle. Wer da ein bisschen mehr wissen möchte, der sei mal schon mal provisorisch an Folgendes verwiesen, nämlich an das Jänichbuch zur Topologie. Also da gibt es ein bisschen detailliertere Sachen. Das ist also wirklich ein vollständiges Buch zur Topologie und da steht so alles Wesentliche drin. Das, was wir hier brauchen, ist aber wie gesagt nur ein ganz, ganz kleiner Bruchteil, sodass das hier wirklich nur auf Grundbegriffe hinausläuft.
Sollte es interessieren, ist das aber durchaus ein Buch, in das sich mal reinzuschauen lohnt. So, nachdem wir jetzt schon mal grob definiert haben, was abgeschlossen und offen sein soll, gucken wir uns jetzt an, was dicht heißen soll. Also, wir nehmen uns jetzt eine weitere Menge, die nennen wir Y, und die hat die Eigenschaft, dass x Teilmenge von Y ist. So, jetzt heißt x dicht in Y. Ja, wenn der Abschluss von x y ist. Also wenn x quer, das ist der Abschluss von x. Ja, wenn der eben gleich y ist. Das heißt, wenn x quer gleich y ist. Ja, und dieses x quer, das kann man jetzt auch noch charakterisieren als x zusammen mit seinen Häufungspunkten. Und dieses x Strich, das soll halt die Menge der Häufungspunkte sein. Das hier Menge der Häufungspunkte. Genau. Und dann setzen wir noch die leere Menge und den gesamten Raum per Definition als offen und abgeschlossen. Das sind auch im herkömmlichen Sinne erstmal die einzigen Mengen, die das gleichzeitig erfüllen. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist so ein Raum, ja, sagen wir es mal so ein bisschen eingeschränkt nützlich, aber man kann dann noch ein bisschen was damit anfangen. Wie gesagt, das sind so topologische Sachen. Wenn es da näher oder wenn es da ein bisschen informationshaltiger sein soll, dann guckt man einfach mal in die Literatur. Für unsere Zwecke reicht das hier erstmal. Das ist jetzt eine Definition, die ist ein bisschen lückenhaft, weil ich natürlich nicht alles, was da drin steht, jetzt hier noch dediziert erkläre. Aber dann kann ich nämlich auch ein 1,5 Stunden Video zur Topologie machen. Das ist gar nicht der Sinn der Sache. Damit man jetzt mal so eine grobe Vorstellung davon bekommt, wie sich diese Begriffe jetzt in uns bekannten Räumen verhalten, gucken wir uns jetzt als Beispiel, in Anführungsstrichen, aber irgendwie muss ich es nennen, mal diese topologischen Grundbegriffe an, wie die in metrischen Räumen über Epsilon-Umgebungen und so weiter definiert werden können. Und danach gucken wir uns das Ganze nochmal an einem sehr anschaulichen Beispiel an. Da muss ich dann eigentlich schon vorneweg sagen, da trennen wir dann nicht mehr so ganz scharf zwischen wir beweisen etwas und wir zeigen etwas, also wir malen etwas hin, sondern das geht es wirklich nur mal darum, diese Begriffe wirklich zu visualisieren und zu veranschaulichen. Also wir gucken uns das jetzt mal konkreter an in Beispiel 2.2. Und konkret heißt in diesem Fall, wir bleiben zwar abstrakt, aber die Menge wird konkretisiert. Denn wir nehmen uns jetzt x gleich xd als metrischen Raum. Und a als eine Teilmenge von x. So, und jetzt wollen wir diese Eigenschaften abgeschlossen, offen und so weiter einmal für diese Menge a als Teilmenge dieses metrischen Raums diskutieren oder einmal durchgehen. Und da wir das hier jetzt irgendwie sinnvoll machen müssen, weil in metrischen Räumen haben wir ja durchaus sowas wie einen Abstand gegeben durch die Metrik, das ist bei der allgemeinen Menge nicht gegeben, fangen wir mit etwas an, was in Definition 2.1 gar keine Rolle spielt, nämlich mit dem Rand einer Menge. Den Rand einer Menge kann man aber auch wirklich nur angeben, wenn man irgendwie eine sinnvolle Abstandsrelation hat. Also, so ein x-Element x heißt jetzt Randpunkt. Naja, Randpunkt von A. Falls Folgendes gilt. Und zwar, falls ich für ein Epsilon größer 0 eine Umgebung finde, in der sowohl Punkte aus dem Komplement als auch A selbst liegen. Also das heißt, falls für ein Epsilon größer 0 sowohl diese Epsilon-Umgebung von x geschnitten A nicht leer ist und gleichzeitig diese Epsilon-Umgebung von x geschnitten mit dem Komplement von A nicht leer ist. Das ist jetzt wieder so ein bisschen sperrig formuliert. Was heißt das anschaulich konkret? Wir nehmen uns mal hier so eine Menge A. Die kann erstmal irgendwie aussehen. Und die ist jetzt eine Teilmenge eines umgebenden Raumes x. Also das hier ist x, das hier ist a. So ein anschaulich ist jetzt so ein Randpunkt erstmal nichts anderes als irgendein Punkt, der halt auf dem, naja, sagen wir mal, offensichtlichen Rand von A liegt. So. Und jetzt findet man so eine Epsilon-Kugel da drum herum. Sieht dann ungefähr so aus mit Abstand Epsilon.
sodass in dieser Epsilon-Umgebung um diesen Randpunkt sowohl Elemente in AC liegen, also im Komplement von A, also hier drin, als auch in A. Und das heißt dann, diese beiden Mengen, also als Schnitte dargestellt, dieser Epsilon-Umgebung von diesem X, die ist eben geschnitten mit dem Komplement, beziehungsweise auch geschnitten mit der Menge nie leer. Und das charakterisiert dann den Randpunkt. Gut, mit diesen Randpunkten können wir jetzt offen und abgeschlossen, beziehungsweise innen und abgeschlossenes Inneres definieren. Und damit das so ein bisschen kompakt geht, von der Schreibweise her, bezeichnen wir mal die Menge der Randpunkte einfach mit so einem Partial A. Also das wäre quasi hier der Tech-Befehl, wäre Backslash Partial. Das steht einfach so für den Rand von A. Also gelesen DA, aber das wird jetzt prinzipiell erstmal nur eine Abkürzung bleiben. So, also das mal kurz im Hinterkopf behalten. Und damit gucken wir uns jetzt weiter an, wie jetzt das Innere einer Menge definiert ist. Das nennen wir A0, also A mit so einem Kringel oben. Und das ist einfach A ohne seinen Rand. Das ist also das Innere von A. So, das kann man jetzt entweder Inneres von A nennen. Oder manchmal liest man auch offener Kern von A. Wobei das Innere hat sich irgendwie ein bisschen mehr durchgesetzt, weil es halt besser beschreibt, meiner Meinung nach, was da passiert. So, und jetzt heißt so eine Menge offen, wenn dieses Innere gleich die gesamte Menge ist. Also A heißt offen. Wenn ihr offener Kern gleich die gesamte Menge ist. Also wenn A0 gleich A. Was man sofort sieht, ist, dass das sofort der Fall ist, wenn der Rand leer ist. Ja, also das ist sofort ersichtlich aus der Definition hier oben. Machen wir uns auch dazu kurz wieder ein Beispiel. Wir nehmen uns wieder so eine Menge A. Die werden im Folgenden immer irgendwie ähnlich aussehen, weil ich kann nur eine Menge zeichnen gefühlt. Und das Offene ist jetzt alles, was drin liegt, allerdings nicht der Rand ist. Also alles das hier, aber eben explizit nicht der Rand. Das symbolisiere ich hier mal durch so ein bisschen gestrichelten Rand. Das heißt, das Blaue hier, das ist dann A0. Das wäre dann im Prinzip die Skizze fürs Innere. Und ähnlich geht man jetzt halt vor, wenn man Abgeschlossenheit definieren möchte. Man definiert sich jetzt so eine Menge A quer und sagt, okay, das ist einfach A und wir nehmen den Rand dazu, also analog quasi zu hier. Das Ding heißt dann Abschluss. Nee, falsches Rot. Gar kein Rot. So. Heißt Abschluss von A. Ja, und das A heißt dann abgeschlossen, wenn die Menge gleich ihr eigener Abschluss ist. Das ist also sehr analog definiert. Und lässt sich auch sehr, sehr ähnlich wieder visualisieren. Also wenn A, also A quer gleich A. Und was man auch hier sofort wieder sieht, okay, wenn A quer gleich A gilt, dann muss ja das, der Rand von A schon zu A gehört haben. Also ist das äquivalent dazu, dass der Rand von A schon eine Teilmenge von A war. Na, und ungefähr so können wir es halt jetzt hier visualisieren. Ich nehme mal die gleiche Skizze nochmal und gehe da einmal mit grün über. Wenn ich jetzt den Rand quasi dazu nehme, also ganz grob visualisiert, und dann halt zusätzlich noch alles in A, dann ist das A quer. Na, das ist also so die grobe Anschauung dahinter. Gut, so und jetzt gucken wir uns noch ganz kurz an, was ein Häufungspunkt in metrischen Räumen sein soll. Da müssen wir dann eine Folge für nehmen, um das zu definieren. Also so ein Punkt H, Element in A, beziehungsweise Element in X, weil da brauchen wir erstmal keine Eigenschaft von, heißt jetzt ein Häufungspunkt von A. Also Häufungspunkt von A. Ja, wenn es eine Folge gibt, die im Wesentlichen gegen dieses H konvergiert, aber die aus einer bestimmten Menge kommt, nämlich die besteht aus Folgengliedern, dann sollte nur ein... Nein, nehmen wir mal eine neue Zeile. Da sollte nur ein Teilmengenzeichen. Also wenn es eine Folge gibt, deren Folgenglieder in A ohne das H liegen. Und diese Folge xn dann gegen das H konvergiert.
So ein H heißt Häufungspunkt, wenn wir eine Folge in A ohne das H finden, die gegen das H konvergiert. So, also insbesondere ist jeder innere Punkt schon mal ein Häufungspunkt von H, von A. Ne? Und auch jeder Randpunkt, sofern der Rand denn dazugehört. Eigentlich auch nicht, wenn, ja, sein, er ist isoliert, aber das ist eine andere Geschichte. Gut, und das ist im Prinzip jetzt die Definition eines Häufungspunktes in metrischen Räumen. Das ist sehr analog zu R. Ne? In R haben wir ja einen Häufungspunkt, wenn wir eine konvergente Teilfolge dagegen haben. Und das ist ungefähr so das Analogon dazu in metrischen Räumen. Insbesondere ist jetzt auch klar geworden, was hier dieses x quer als Abschluss in metrischen Räumen wirklich ist, nämlich einfach die Menge plus der Rand, wenn man das so mal plakativ ausdrucken möchte. So, das wollen wir uns jetzt nochmal anhand eines etwas konkreteren Beispiels mal wirklich angucken, wie diese Sachen jetzt zusammenhängen. Und dazu gucken wir uns nämlich mal so einen bisschen durchlöcherten Kreisring an. Also so ein Anschauungsbeispiel. Und zwar betrachten wir unseren Kreisring K. Das sind im Prinzip alle xy aus r². Das heißt, wir brechen das hier mal auf die Ebene runter. Das funktioniert ja, weil r² mit der Betragsmetrik ein metrischer Raum ist. Also können wir hier oben diese ganzen Definitionen wunderbar im r² verwenden. Und das definieren wir als alle xy, sodass r kleiner als x² plus y² ist. Und das kleiner gleich ein groß R. Und diese Parameter klein r groß r sollen reelle Zahlen sein. Und das r soll kleiner als groß r sein. Und das wiederum kleiner als 0 soll wiederum kleiner als r sein. Und dann definieren wir uns damit eine Menge A, und zwar als diesen Kreisring, und dann nehmen wir noch den Nullpunkt dazu. So, wie sieht das Ding jetzt aus? Naja, wir haben einmal hier so einen inneren Kreis mit Radius R. So, da drumherum so einen äußeren Kreis mit Radius groß R. Nennen wir es Kreis. Hier liegt dann unser Koordinatensystem. Also hier x, hier y, was eigentlich gar keine Rolle spielt gerade. Und dazu kommt hier drin noch halt 0, 0. Das heißt, das wäre erstmal so eine prototypische Skizze von A. Ohne jetzt groß auf Proportionen zu achten, das stimmt offensichtlich nicht ganz. Ne? Das hier ist klein r, das hier ist groß r vom Abstand her. Gut, und jetzt interessieren wir uns mal dafür, was ist denn das Innere, was ist der Abschluss, was ist der Rand, was sind die Häufungspunkte und was ist 0, 0 ne? Und ist die Menge abgeschlossen oder offen. Gut, wir fangen mal mit dem Inneren an. Das ist jetzt ja alles, vielleicht soll ich das noch kurz dazu zeichnen, also das hier gehört jetzt ja alles zur Menge dazu. So. Das heißt, das Innere können wir einfach hinschreiben als die Menge aller xy aus r². So, und jetzt müssen wir den Rand wegnehmen. Das heißt, wir nehmen diese äußere Linie hier weg. Ja, und dann kriegen wir im Prinzip alles, was hier diese scharfen Ungleichungen erfüllt. Also r kleiner x² plus y² kleiner r. Also kleiner groß r. So, die 0, 0 gehört nicht dazu, weil die 0, 0 ist im Rand. Ja, weil wenn ich hier irgendeine Epsilon-Umgebung drum lege, dann habe ich ja sowohl diesen einen Punkt in A, als auch die Punkte im Komplement von A. Und damit ist das ein Randpunkt hier drin. Das heißt, das muss ich fürs Innere rausnehmen. Im Abschluss habe ich das Ding natürlich dabei. Ja, also da habe ich dann im Prinzip alle xy aus r². Mit sehr interessanter Klammer hier vorne. So, und für die muss jetzt gelten, dass hier die, auf beiden Seiten diese schwachen Ungleichungen erfüllt sind. Also r kleiner gleich x² plus y², kleiner gleich das Groß R. Und dann kommt noch der Ursprung dazu. Ja, weil das ist jetzt ja ein Randpunkt. Und wir haben ja den Abschluss so definiert, dass wir zu der Menge A die Randpunkte hinzutun. Und dann kriegen wir halt den Abschluss raus. Und das ist eben ein Randpunkt. Das heißt, für den Abschluss nehmen wir hier im Prinzip diese gestrichelte Linie noch mit dazu. Und dann bekommen wir halt genau das raus, was wir haben wollen. So, wie sieht denn jetzt der Rand konkret selber aus? Ja, dafür lassen wir jetzt im Prinzip das ganze Innere weg. Das heißt, wir nehmen nur diese beiden Linien, die natürlich dann auch durchgezogen müssen, sein müssen, und dazu noch hier diesen Punkt im Ursprung. Das heißt, alle xy in r², naja, die auf dem kleinen Kreis liegen, also x² plus y² gleich klein r² erfüllen. Ja, das wäre ja so der erste. Ne, klein r.
Wir können das ja ohne Beschränkung einfach als irgendein Quadrat annehmen und dann passt das schon. Dazu tun wir noch alle, die halt hier diese große Linie erfüllen. Dann schon wirklich als Mengenschreibweise. Das wird knapp, passt aber. Und dann kommt als Randpunkt hier drin noch dieser Ursprung dazu. So, jetzt muss ich noch ein kurzes Wort dazu verlieren, wie Kreise im R2 überhaupt eigentlich dargestellt werden, kanonisch. Also wir wissen, so ein Kreis ist dargestellt als x² plus y² gleich den Radius ins Quadrat, ne? Jetzt habe ich hier aber nur geschrieben, r ist kleiner als x² plus y². Das kann ich ja insofern rechtfertigen, als dass ich sage, okay, dieses r ist einfach irgendein r1² und das hier ist quasi das r1, wenn man so möchte. Und hier genauso, ne? Weil da ja in r die Quadratwurzeln immer existieren, kann ich einfach als Radius hier quasi die Quadratwurzel, die positive aus diesem r nehmen. Das heißt, diese Darstellung ist jetzt vielleicht nicht die feinste aller ihrer Darstellungen, aber die ist auf jeden Fall noch irgendwie legitimierbar. Das heißt, man stelle sich diese R und R, Groß R einfach als Quadrate der jeweiligen Radien vor. Und dann hat man diese kanonische Darstellung in Kreisform hier. Und dann passt das soweit ungefähr. Aber für die Anschauung ist es ja sowieso egal, was für ein Wert da steht. Deswegen können wir es einfach so schreiben. Husten, ich hoffe, das hat das meiste abgefangen. Also das ist dann, wie gesagt, der Rand von A, also diese Linie hier, die Kreislinie, die innere Kreislinie plus diesen Punkt 0, 0. So, und was man jetzt schön sieht ist, sowohl Abschluss als auch Inneres sind nicht gleich der Menge. Das heißt, diese Menge ist weder offen noch abgeschlossen. Also, A ist weder offen noch abgeschlossen. Insbesondere gibt es nicht solche Begriffe, wie das bei Intervallen noch der Fall war, mit halboffen oder links halboffen, weil das macht in der Ebene einfach keinen Sinn mehr, weil wir haben einfach unendlich viele Richtungen, die wir uns ausdehnen können. Das heißt, ich könnte gar nicht wirklich scharf links abtrennen von irgendwas. So, genau. In diesem Fall die Menge aller Häufungspunkte anzugeben, ist relativ simpel machbar, denn das sind einfach alle Punkte, die hier zwischen liegen. Ja, weil da kann ich Folgen konstruieren, die in A ohne den jeweiligen Punkt liegen, die dagegen konvergieren. Bei 0, 0 ist das nicht möglich, weil da müsste ich ja irgendeine Konvergenz hier raus dagegen haben. Und dann würde ich die Menge verlassen und das würde gegen die Definition des Häufungspunkts knallen. Also ist A' einfach gegeben als der Abschluss von A, also A quer, ja, aber ohne diesen Ursprungspunkt. Insbesondere gehört natürlich der Rand zu den Häufungspunkten, weil ich kann natürlich immer Folgen finden, die gegen den Randpunkt konvergieren. Ne, weil sonst wäre er kein Randpunkt. Gut, was habe ich hier noch auf meinem schlauen Zettel? Genau, eine Kleinigkeit, die man noch erwähnen kann, dieses 0, 0 hier innen drin, so wie es da steht, das heißt isolierter Punkt. Insofern, als dass es Epsilon-Umgebungen da drumherum gibt, die geschnitten mit A nur sich selbst enthalten. Das nennt man dann isolierter Punkt. Ich denke mal, optisch ist das klar. Formal interessiert uns das im Folgenden jetzt eher weniger. Deswegen hier keine genaue Definition, aber es ist optisch, glaube ich, klar, warum dieser Punkt isoliert heißen sollte. Gut. Was man sich bei offen und abgeschlossen generell noch merken sollte, ist, dass diese Begriffe sehr, sehr stark davon abhängen, von welcher Obermenge wir sprechen. Also die eine Menge kann in einem Raum x offen sein, in einem größeren Raum x dann gar nichts mehr und in einem anderen Raum wieder abgeschlossen. Dafür ist ein kleines Beispiel im Skript gegeben. Das müssen wir jetzt hier allerdings nicht noch extra aus-x'en, weil das ist nämlich gar nicht mal so wichtig. Genau. So. Das wäre also quasi das anschauliche Beispiel zu diesen Begriffen. Wir machen jetzt weiter mit so einer ersten kleinen Aussage dazu, ja, wie diese Begriffe zusammenhängen, und dazu gucken wir uns an das Lemma 2.3. Das macht im Prinzip eine kleine Aussage über Abgeschlossenheit und Offenheit. Und sagt dann letzten Endes aus, dass diese Definition in metrischen Räumen in gewisser Hinsicht verträglich ist mit der Definition 2.1. Also sei x ein metrischer Raum. Ja, und A eine Teilmenge x, über die wollen wir jetzt gleich eine Aussage treffen.
Und jetzt gilt, a ist abgeschlossen in x, genau dann, wenn das Komplement offen in x ist. Nur das sichert ja dann genau diese Definition von offen und abgeschlossen in Definition 2.1 und sagt dann letzten Endes aus, dass die Definition in metrischen Räumen sinnvoll bzw. auch wohl definiert ist, in dem Sinne, dass sie halt verträglich mit beliebigen Mengen ist. Das heißt, sie ist nicht zu scharf spezialisiert. So, und der Beweis ist jetzt relativ kurz tatsächlich. Und zwar zeigen wir jetzt halt beide Richtungen. Das heißt, wir fangen einmal an mit A ist abgeschlossen in x, wollen daraus zeigen, dass das A-Komplement offen ist. Und dann gucken wir uns die Rückrichtung an. Also in der Richtung von abgeschlossen nach offen. Wir nehmen uns jetzt also so ein x im Komplement von A. Das heißt, dieses x ist dann nicht in M drin. Das ist einfach die Eigenschaft des Komplements. Jetzt ist M aber abgeschlossen, also ist M gleich M Abschluss. Na, das ist M. Ach, wo? Nee. Ja, bei mir auf dem Zettel steht M, hier steht A, das heißt, ich muss jetzt live mitdenken, das wird nicht so toll. So, also x ist nicht im Abschluss von A, denn A ist ja abgeschlossen. So. Das heißt aber, es gibt jetzt irgendwie ein Epsilon größer 0, sodass diese Epsilon-Umgebung von x geschnitten mit A leer ist. Ne, weil das ist genau die Definition von x ist ein A-Komplement. Naja, das heißt allerdings nichts anderes, als dass für dieses spezielle Epsilon das U-Epsilon von x eine Teilmenge des Komplementes ist. Ne, das habe ich gerade im Prinzip schon gesagt. Naja, und das heißt allerdings, dass dieses AC offen sein muss in x. Weil sonst wäre das eben nicht der Fall. Auch das kann man sich wieder hinmalen. Wir haben also A. A ist abgeschlossen, also gehört der Rand dazu. So, und dann habe ich irgendein x in AC. So, dieses x ist dann nicht in A, also insbesondere nicht im Abschluss. Und jetzt kann ich für ein Epsilon hier drum so eine Epsilon-Kugel wiederlegen. Zack, mit Radius Epsilon. Sodass diese Epsilon-Kugel geschnitten A leer ist. Das ist hier halt angedeutet. Dazwischen ist halt Luft, wenn man so möchte. Ja, und deshalb liegt diese Epsilon-Kugel vollständig in AC. Ja, und das ist aber genau die Definition dafür, dass ein Punkt quasi Inneres von AC ist. Und deswegen ist AC offen in X. Also das ist wieder nur die Anwendung dieser Definition hier. Nämlich das Innere von A, nur, das Innere von A ist A. Das ist aber dann natürlich auch das Innere von AC ist AC. Und das ist genau hier dieser Nachweis. Ist also letzten Endes nur Anwendung der Definition. Und ähnlich verfahren wir jetzt andersrum. Naja, wir nehmen jetzt an für den Rückschluss, dass das x mal nicht in A liegt. Dann liegt es ja automatisch im Komplement von A. So, und gleichzeitig finden wir wieder so eine Epsilon-Umgebung, die vollständig in AC liegt für ein spezielles Epsilon größer 0. Also das ist von der Skizze her relativ ähnlich wie das hier. Das heißt allerdings, okay, das x liegt nicht im Abschluss von A. Das war schon gefährlich knapp wieder vorm M. Also x liegt nicht im Abschluss von A. Naja, und wenn x nicht im Abschluss von A liegt, ja, dann muss aber der Abschluss von A eine Teilmenge sein von A. Ne, weil sonst läge x ja drin. Und damit ist A abgeschlossen, weil das ist nämlich genau im Prinzip eine Folgerung aus der Definition. Also falls das jetzt auf Anhieb nicht ganz klar geworden ist, dann versucht einfach nochmal jeden einzelnen Schritt so ein bisschen mit der Definition aufzudröseln. Dann wird das relativ schnell klar und malt zu jedem Schritt mal ein Bild. Das passt dann eigentlich relativ gut, auch rein optisch gesehen. Da entsteht sowas Ähnliches wie hier oben, nur man zieht halt einen anderen Schluss aus den Voraussetzungen. Gut, damit hat man jetzt beide Behauptungen gezeigt. Und damit sind wir hier im Beweis fertig. So, nochmal kurz beide Behauptungen gezeigt. Wir haben hier gezeigt, okay, unter der Annahme, dass x abgeschlossen ist, ist sein Komplement offen. Und hier haben wir angenommen, okay, das Komplement ist offen, weil dadurch konnten wir hier diese Epsilon-Umgebung finden.
und daraus dann gefolgert, dass A abgeschlossen ist. Dieser letzte Implikationsfall, der bedarf tatsächlich nochmal so einer kleinen Erläuterung. Es ist völlig klar, dass A immer eine Teilmenge seines Abschlusses sein muss. Das ist sozusagen klar, deswegen reicht es hier aus, die nicht-triviale Teilmengenbeziehung zu zeigen. Zusammen ergibt das dann natürlich die Mengengleichheit und deswegen ist A quer gleich A. Und das heißt, dass A ist abgeschlossen. Und das ist dann wieder hier genau die Definition. Gut, jetzt trinke ich nochmal eben einen Schluck und danach machen wir uns an die Feinheiten. Nämlich, wir gucken uns jetzt erstmal wichtige Nicht-Äquivalenzen an, die sich aus dem obigen Anschauungsbeispiel ergeben. Und dann gucken wir uns noch so ein paar Sachen der Dichtheit an. Also wir haben uns ja gerade in diesem Anschauungsbeispiel bewusst gemacht, dass diese Menge A, also Kreisring, mit fehlendem inneren Kreis, also quasi mit der fehlenden inneren Kreislinie und dann dazu genommen noch den Ursprung, dass das weder eine offene Menge war, noch eine abgeschlossene Menge. Und das motiviert uns jetzt quasi einmal kurz zur Bemerkung 2.4. Und zwar gelten folgende Nicht-Äquivalenzen, also A sei eine Menge. Dann gilt erstens, beziehungsweise A, A abgeschlossen ist nicht äquivalent zu A ist nicht offen. Ne, das heißt, nur weil eine Menge nicht abgeschlossen ist, muss sie nicht offen sein. Ganz einfaches Beispiel, wir nehmen x gleich r und ein halboffenes Intervall. Das ist dann nicht offen, nicht abgeschlossen. Welche Richtung möchte ich jetzt gerade? Genau, A ist dann nicht offen. So, das heißt, die Seite hier ist erfüllt. Das heißt allerdings nicht, dass A abgeschlossen ist. Und wenn ich mir jetzt ein abgeschlossenes Intervall nehme, dann müsste das natürlich nicht zwangsweise offen sein. Das ist auch klar. Also hier gilt auf jeden Fall diese Rückwärtsimplikation nicht. Und das ist das Beispiel dafür. Umgekehrt, wenn A offen ist, dann heißt das nicht zwangsweise, dass A nicht abgeschlossen ist. Das heißt, auch hier ein fetter Strich durch die Äquivalenz. Also das ist tatsächlich mal einigermaßen wichtig. Weil das sind so häufig gemachte Fehler, die sieht man immer mal wieder in Abgaben. Dass man einfach sagt, okay, ich weiß, die Menge ist nicht offen, also ist sie abgeschlossen. Ne? Was ja nicht stimmt. Da kann man Gegenbeispiele zu konstruieren. Man muss sich nur auch zum Beispiel mal die Halbebene im R-Quadrat denken, wo die x-Komponente größer gleich 0 ist. Also letzten Endes sowas hier. Ja, das ist ja nicht offen, das ist auch nicht abgeschlossen, aber es ist halt eben dadurch nichts von dem anderen. Ne? Also diese Äquivalenzen kann man dadurch nicht übertragen. Und das ist so ein Standardbeispiel quasi. Also wenn ich sage, okay, das ist nicht offen, ne, nicht offen, weil halt hier der Rand dazu gehört quasi, dann kann ich allerdings daraus nicht folgern, dass es abgeschlossen wäre, weil es ist offensichtlich auch nicht abgeschlossen, weil es nach hier hin ja im Prinzip unendlich ausgedehnt ist. Dehnt. Nicht dehnt. Also das wäre so ein Gegenbeispiel dazu, wie man es vielleicht einfacher sehen kann als an den Intervallen. Gut, also das einfach merken, weil das sind so Sachen, die passieren immer mal wieder, die sieht man auch häufiger mal so bei jeder Art von Mathematikstudent, egal ob das jetzt Ingenieur oder Mathematiker ist, dass das halt häufig am Anfang falsch gemacht wird, weil da irgendwie diese Fehlvorstellung da drin ist. Gut, das als Abschluss im Prinzip zu diesen topologischen Begriffen in metrischen Räumen. Jetzt kommen wir mal zu den Geschichtchen mit der Dichtheit, die ja eine besondere Rolle einnehmen soll, was bis jetzt irgendwie noch ein bisschen im Äther rumschwirrt. Und dazu gucken wir uns jetzt mal an die Bemerkung 2.5. Die macht nämlich eine erste wichtige Aussage dazu, was Dichtheit leisten kann. Also wir nehmen uns jetzt zwei normierte Räume, also x gleich x als Grundmenge mit einer Norm x und y gleich y als Grundmenge mit einer Norm y. Das seien normierte Räume.
Und das x sei dicht in y. So, wenn wir uns jetzt ein y aus y nehmen, dann können wir aufgrund der Dichtheit dieses y durch eine Folge xn in x approximieren. Also dann kann y durch eine Folge xn in x approximiert werden. So ein approximiert werden ist jetzt in folgendem Zusammenhang zu lesen. Die Norm von xn minus y betrachtet in der Norm von y geht gegen 0, wenn das n gegen unendlich geht. Das ist im Prinzip diese Approximation. Einfaches Beispiel. Wir nehmen mal x gleich q, ausgestattet mit Betragsmetrik. Und dann nehmen wir y als r, ausgestattet mit Betragsmetrik. Betragsmetrik ist natürlich auch eine Norm, also das ist jetzt wurscht. Aber Hauptsache, wir haben irgendwas da drauf. Alternativ kann man auch hier einfach die euklidische Norm hinschreiben. Machen wir das einfach sicherheitshalber mal eben. Nicht, dass ich jetzt gerade Blödsinn erzähle und das nicht merke. So, also beide Räume halt mit euklidischer Norm versehen, sodass man halt im Prinzip einfach den Abstand ganz normal mischt. Bestimmt. So, die euklidische Norm in Q und R ist sowieso über den Betrag. Also von daher ist das wurscht. Jetzt ist Q dicht in R. Also ist der Abschluss von Q gleich R. Und somit kann ich jede Zahl in R durch eine Folge rationaler Zahlen darstellen. Also für alle R in R existiert eine Folge, ja, xn in Q, sodass xn minus R, ja, jetzt doch betragsmäßig, gegen 0 geht für n gegen unendlich. Also ich entschuldige mich mal kurz für diese etwas blöde Bezeichnung hier oben. Wir nehmen einfach mal hier den Betrag mit rein. Und dann läuft alles gut. Können wir mal kurz überprüfen, ob das eine Norm ist. Also die ist positiv definiert, weil der Betrag ist genau dann gleich 0, wenn das, was wir reinstecken, 0 ist. Das ist positiv, das heißt, die Norm ist immer größer als 0 für alle Vektoren außer dem Nullvektor. Dreiecksungleichung ist erfüllt und die Homogenität, die eine Norm fordert, die ist natürlich für den Betrag auch trivialerweise erfüllt. Das heißt, das passt alles. Gut, das wollen wir jetzt nicht beweisen, aber das ist halt eine nette Eigenschaft, die wir im späteren Verlauf immer mal wieder brauchen könnten. Und das ist halt durchaus nicht selbstverständlich, denn wir haben hier relativ enge Voraussetzungen gestellt, weil wir haben zunächst mal vorausgesetzt, dass wir normierte Räume haben und dass die Dichtheit gilt. Und das größere Problem in Anführungsstrichen ist hier halt die Normiertheit, weil wir werden auch häufig einfach mit Räumen zu tun haben, die nicht normiert sind. Aber das macht dann auch keine größeren Probleme. Dann kann man halt jetzt nicht das hier anwenden, aber dann kann man häufig anders argumentieren. Aber das hier ist eine nette Anwendung der Dichtheit und die ist, wenn man normierte Räume betrachtet, ganz angenehm. So, wir kommen zu einer kleinen Anwendung der Dichtheit im theoretischen Sinne. Und das machen wir mit Lemma 2.6. Und zwar nehmen wir uns y gleich y, ausgestattet mit einer Metrik d als vollständigen metrischen Raum. Und x-Element bzw. Teilmenge y als abgeschlossen. So, dann ist x definiert durch x, also als die Menge x mit der Metrik d eingeschränkt auf Werte von x, ein metrischer Raum. Und vor allen Dingen, das Ding ist vollständig. Also x bleibt dann vollständig, erbt also diese Eigenschaft von der Obermenge y.
So, und das wollen wir jetzt beweisen. Und ich hoffe, dass der Beweis so funktioniert, wie ich ihn mir überlegt habe, weil das ist irgendwie ein Satz, den findet man häufig, aber dann findet man irgendwie selten Beweise in der Literatur, weil das irgendwie immer so dem Leser überlassen wird. Ich präsentiere jetzt also eine Form dieses Beweises, die ich persönlich für ganz sinnvoll erachte, möchte allerdings nicht darauf pochen, dass das alles hundertprozentig stimmt. Allerdings ist mir zumindest beim ersten Durchlesen kein grober Fehler aufgefallen. Wir gucken also mal, wie weit wir kommen, aber bitte kritisch mitdenken und auch kritisch kommentieren, wenn was falsch ist. Also zunächst einmal, dass das Ding ein metrischer Raum bleibt, ist klar, weil dadurch, dass ich die Metrik auf diese Menge x einschränke und x ja in y liegt, übertragen sich alle Eigenschaften dieser Metrik sofort auf Menge y. Das heißt, dieser erste Teil der Aussage ist absolut klar. Also x metrischer Raum ist sofort klar. Ansonsten kann man das einfach nachrechnen. Das ist jetzt auch kein größeres Problem, aber das ist wirklich so eine Eigenschaft, die folgt, ohne dass man großartig was macht. Das heißt, wir müssten uns jetzt im Prinzip nur noch überlegen, dass dieses x, so wie wir es hier definieren, tatsächlich vollständig ist. So. Und damit fangen wir mal an, dass der Oberraum, also das y, ja vollständig ist. Also y vollständig. So, was heißt jetzt nochmal y vollständig? Das heißt, jede Cauchy-Folge in y ist konvergent. Also jede Cauchy-Folge in y konvergiert. Und sie konvergiert unter besonderen Bedingungen, nämlich sie konvergiert gegen Y Element Y. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich. Und wir erwähnen noch, dass diese Konvergenz immer bezüglich jetzt dieser Metrik D geschehen soll. So, was machen wir jetzt? Wir gucken uns jetzt an eine Cauchy-Folge in X und fummeln das dann irgendwie so zurecht, dass diese Cauchy-Folge auch in X konvergent ist. Also. Sei nun, so wie habe ich die genannt, Cn wegen Cauchy, Element x, eine Cauchy-Folge in x. So. Das betrachten wir jetzt bezüglich der Metrik d, aber eingeschränkt auf x, weil für andere Werte ist das jetzt hier sinnfrei, weil so ist nämlich das x definiert. So, jetzt ist x ja eine Teilmenge von y. Das heißt, dieses Cn ist auch Teilmenge von y, da ja jedes x quasi eine Teilmenge von y ist. Und somit ist diese Cauchy-Folge in x auch Cauchy in y. Ja, einfach wegen auf bezüglich dieser eingeschränkten Metrik, die kann ich ja auf x im Prinzip, auf y einfach rüber retten. Weil ja x komplett in y liegt. Wenn man sich das visualisiert, haben wir hier quasi unser x. Drumherum irgendwie unser y. Jetzt habe ich hier eine Cauchy-Folge quasi in x, die hier gegen irgendwas konvergieren soll. Dann liegt die aber natürlich automatisch auch in y. Das heißt, ich kann diese ganzen Begriffe der Cauchy-Folge zurückführen auf das y. So. Jetzt ist die also Cauchy in y. Das heißt, Cn konvergiert, ja, weil ja y vollständig ist. Das ist jetzt hier also quasi diese Implikation. Y ist vollständig. Das heißt, dass Cn konvergiert gegen ein C aus y. Und jetzt ist x aber dicht in y. Das kommt hier jetzt nicht raus, ne? Aber das ist dann der Abschluss von x. Das ist x dicht in y. So, und jetzt ist der Abschluss von x aber x, denn das ist jetzt die Abgeschlossenheit von x, die wir gefordert haben. Also x abgeschlossen. Und das heißt, Cn konvergiert gegen Cnx. Also c in x. Und das heißt, weil die Cauchy-Folge beliebig war, die wir hier gewählt haben, jede Cauchy-Folge in x ist konvergent. Und zwar konvergent gegen x in x. Und zwar bezüglich auf x eingeschränkten Metrik d. Und damit folgt, x ist vollständig. Und dann haben wir es, ne? Das heißt, solche Aussagen kann man aufgrund der Dichtheit ganz schön formulieren. Und auch, finde ich, relativ anschaulich. Sich überlegen, wie die zustande kommen.
Diese Skizze jetzt halt bitte nicht prototypisch für den Beweis nehmen, weil hier kommt die Dichtheit nicht raus. Ne? Also eigentlich müsste ich das hier beliebig dicht an den Rand zeichnen, und dann geht die Anschauung flöten. Das heißt, das wirklich nur prototypisch hierfür für diese Einschränkung auf dx betrachten, nicht auch für die Dichtheit des ganzen Beweises. Gut, mit dem Beweis sind wir jetzt auch schon so weit am Ende und wir wollen jetzt nur noch eine Bemerkung machen, die wir jetzt im Folgenden ab und zu mal brauchen werden. Und das ist das Prinzip des Dichteschlusses. Und das ist Bemerkung 2.7. Und zwar sei x dicht in y. Also gelte x quer, also der Abschluss von x ist y. Und wir wollen jetzt eine Aussage für die Elemente von x zeigen. Also wir wollen eine Aussage für Elemente von x zeigen. Dann sagt uns jetzt dieses Prinzip des Dichteschlusses, es reicht aus, dies für y zu tun. Und das Prinzip nennen wir Dichteschluss. Das ist häufig einfacher, weil die Elemente in y ja im Allgemeinen mehr Eigenschaften haben als die in x. Und das heißt, wenn ich etwas für y zeige und das dann mit Dichteschluss zurück auf x schieben kann, spare ich mir häufig Arbeit. Zum Beispiel, wenn ich irgendwas in den rationalen Zahlen zeigen möchte, dann reicht es aus, diese Eigenschaft, die in den rationalen Zahlen gelten soll, mal für die reellen Zahlen durchzutun und dann durchzutun. Durchzuxen und dann auszunutzen, dass das x dicht in y lag. Das ist dann Dichteschluss. Gut, so das wäre es im Prinzip mit den topologischen Grundbegriffen. Ja, da ist soweit nicht mehr viel zu sagen. Im nächsten Video, wenn auch immer das kommt, dann geht es um die saubere Definition der LP-Räume. Da werden wir dann einen ganz kleinen Ausflug am Anfang machen in die Maßtheorie. Also was ist eine messbare Menge? Was ist überhaupt ein Maß? Wenn wir das dann haben, dann lassen sich diese LP-Räume eigentlich ganz angenehm hinschreiben, sind aber am Anfang vielleicht ein bisschen sehr abstrakt gehalten. Das wird sich allerdings durch diese Videoreihe im Folgenden ein bisschen durchziehen. Also diese Anschauung, die jetzt die Topologie hier ermöglicht, über die Bildchen zu gehen. Das ist im Folgenden häufig nicht mehr so wirklich der Fall. Ganz einfach, weil die Räume, die wir betrachten, zum einen unendlich dimensional werden und zum zweiten Funktionen Räume sein werden. Das heißt Räume, deren Elemente Funktionen sind. Und da kann man nicht mehr so wirklich schön mit argumentieren. Beziehungsweise argumentieren kann man damit wunderbar, aber man kann da nicht mehr so schön grafisch mit argumentieren oder anschaulich mit argumentieren. Das ist aber Gott sei Dank auch gar nicht nötig. Gut, das als kleinen Ausblick fürs nächste Kapitel. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen schönen Tag und sage einfach mal bis zum nächsten Video, egal welches es sein wird, und tschüss. So, nochmal ein kleiner Nachtrag meiner Seite, denn ich habe nämlich gerade mal noch ein wenig nachgedacht. Das heißt, das ist jetzt quasi ein PS dieses Videos. Die Bemerkung 2.7, wie sie hier steht, ist Quatsch. Und zwar kann ich auf diese Art und Weise nachweisen, dass die rationalen Zahlen vollständig sind. Na, denn ich würde sagen, okay, ich möchte zeigen, dass die rationalen Zahlen vollständig sind. Ich zeige, okay, die reellen Zahlen sind's. Dann wären also die rationalen Zahlen vollständig. Das muss im Gegensatz andersrum sein. Und zwar, wenn wir etwas für die Elemente des umgebenden Raums zeigen wollen, na, also für das Y, dann reicht es aus, dies für die kleinen zu tun. Das heißt, wenn ich die Vollständigkeit von den reellen Zahlen zeigen wollte, dann würde es rausreichen, die Vollständigkeit von Q zu zeigen, was jetzt in diesem Fall natürlich nicht genau passt. Aber so rum stimmt's. Das heißt, was ist der Vorteil dieses Dichteschlusses? Wir greifen mal kurz voraus. Die Menge der stetig differenzierbaren Funktionen ist dicht in der Menge der stetigen Funktionen. Ich schreibe das mal ganz lapidar hin. Also stetig diffbar, abgeschlossen. In Anführungsstrichen. Das ist jetzt wirklich nur mal rein plakativ hingeschrieben, ist dicht in den stetigen Funktionen. So.
Jetzt hat ja so eine stetig diffbare Funktion mehr Eigenschaften. Sie ist nämlich nicht nur stetig, sie ist auch differenzierbar. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt Aussagen treffen möchte, die für die stetigen Funktionen gelten, das ist also quasi mein y, das hier wäre quasi mein x quer. Wenn ich das also machen möchte, dann reicht es, das für stetig differenzierbare Funktionen zu zeigen, da die ja dicht in den stetigen liegen. Und da ist vielleicht die Aussage ein bisschen einleuchtender, beziehungsweise einfach richtig, denn eine Aussage für stetig differenzierbare Funktionen zu zeigen, kann einfacher sein, als dies für stetige Funktionen zu zeigen, denn wir haben ja die zusätzliche Voraussetzung der Diffbarkeit. Gut, das nur nochmal zur Richtigstellung, weil so wie es gerade war, war es Quatsch. Jetzt ist dieses Video auch garantiert vorbei und es kommt hoffentlich, also garantiert, in Anführungsstrichen, es kommt jetzt kein weiteres PPS. Und in diesem Sinne nochmal einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen auch noch bei diesem kurzen kleinen Nachspieler und bis zum nächsten Mal.